Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder alle, schon wieder Montag, wie schön. Heute ein bisschen anderes Wetter, aber ihr seid hier und das ist ganz hervorragend. Ich bin ja, habe ich ja gesagt, so ein bisschen der Gesundheits- und Menschenfan. Und natürlich ist mir auch die Natur sehr, sehr wichtig und was das in Verbindung mit uns zu tun hat. Gesundheit, Menschen, Natur. Ich habe so ein bisschen angekündigt bei Facebook, wer es gesehen hat. Ich habe mir überlegt, heute könnte ich mal so ein bisschen was übers Wasser erzählen, weil letzte Woche haben wir es so dringend gebraucht. Ist eben so. Wasser ist das somit neben dem Sauerstoff so ziemlich das kostbarste Gut, was wir überhaupt haben. Und da gibt es einige Großunternehmen, die auf mehr oder weniger charmante Art und Weise sich klammheimlich oder auch ein bisschen intensiver das Wasser aneignen. Sie gehen erst nett mit den Menschen um, mal mehr, wie gesagt, mal weniger, eignen sich eine Quelle an, bauen einen Zaun drumherum, schreiben einen Namen dran, bauen eine Pumpe hin und dann pumpen sie das Wasser ab. Und derjenige, der in der Nachbarschaft gewohnt hat und bisher einfach sein Wasser geholt hat, der sitzt vorm Zaun, guckt sich das Ganze an und dann heißt es, naja, du kannst ja jetzt das Wasser abgefüllt in Flaschen, vielleicht auch noch in Plastikflaschen, was besonders gesund ist, kannst du dir dein Wasser bei mir im Laden kaufen. Wenn du kein Geld hast, Pech. Einfach Pech. So, Wasser ist kostbar, habe ich gesagt. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber wir haben noch so viel. Guck dir an, Ozean, Meer, ganz, ganz viel. Ja, aber der Körper kann mit Salzwasser nichts anfangen. Das heißt, es ist auch nicht ganz richtig. Er hat eine isotonische Lösung sozusagen, weil wir kommen ja im Endeffekt aus dem Meer. Aber das Salzwasser, was du da bekommst, wenn du das trinkst, das macht uns auch einfach krank. Es bringt uns um, es trocknet den Körper aus. So, ich habe hier mal so ein bisschen aufgeschrieben, Wasser, wofür wir Menschen Wasser überhaupt brauchen. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Wasser, wofür brauchen wir es? Trinken Sie täglich mindestens 2 Liter stilles Wasser, denn es ist wichtig für Ihre Zellen. Wasser ist das wichtigste Transportmittel für unseren Organismus. Es bringt Sauerstoff in die Zellen, sammelt die verbrauchten Gase und transportiert sie in die Lunge, damit sie wieder ausgeatmet werden können. In unserem Körper sind ca. 13 Milliarden Zellen in Wasser gebettet. In unseren Zellen werden alle Stoffe, die hineinkommen, umgebildet, verwandelt und neu angeordnet. Für Ihre Gelenke. Wasser wird als Gleitmittel in den Spalten der Gelenke gebraucht. Die Signale für Wassermangel können Gliederschmerzen und stichartige Schmerzen sein. Im schlimmsten Fall können die Knochen aneinander reiben und es kann zu Entzündungen oder sogar Rheuma kommen. Durch genügend Wasser bleiben unsere Gelenke geschmeidig. Die Bandscheiben können sich mit Hilfe von Wasser besser zu Puffern zwischen den Wirbeln ausbilden. Die Knorpel sind Schwerstarbeiter. Andauernd müssen sie Stöße abfangen, die durch Laufen, Gehen, Rennen und Springen entstehen. Sie bestehen zu fast 85% aus Wasser. Damit sie ihre Stoßdämpferfunktion ausüben können, brauchen sie dringend eine ausreichende Wasserzufuhr. Frage, wer kommt denn auf so circa 2 Liter Wasser pro Tag? Okay, eine Frage an die Damen. Aber der ein oder andere Herr ist heute Hausmann mittlerweile. Mit was putzt ihr eure Fenster? Mit Kaffee? Coca-Cola, um ein bisschen Werbung zu machen? Orangensaft? Zitronensaft? Ihr nehmt Wasser und zur Unterstützung so ein bisschen was, was den Schmutz und das Fett löst, damit wir nicht mehr so lange schrubbeln müssen wie früher. Aber in uns kippen wir rein, was uns gerade so flüssig unterkommt. Und der Körper muss gucken, wie er damit klarkommt. Schmeißt es durch seine Filtersysteme, das kostet den Körper Energie und dann kommt irgendwann so etwas Ähnliches wie Wasser raus. Da kann er dann was mit anfangen. Die Haut. Natürlich ist das Wasser auch wichtig für unsere Haut. Natürlich werden wir alle älter. Aber müssen wir dabei denn nicht also auch alt aussehen? Wasser wird von unserer Haut dringend gebraucht.
Wenn Sie zu wenig trinken, vertrocknet Ihre Haut regelrecht. Diesen Wassermangel können Sie durch teure Feuchtigkeitscremes nur mangelhaft oder kaum ausgleichen. Denn die Haut braucht auch Wasser von innen. Die Trockenheit von innen verschrumpeln die Zellen sozusagen und sie können sich erst wieder prall auffüllen, wenn ihnen das gegeben wird, was sie brauchen. Kaffee, Cola, Milch, oder, ach nee, Wasser. Wasser war's. Passive und aktive Funktionen der Haut. Erstens, Schutz vor Kälte, Hitze, Strahlung. Zweitens, vor Druck, Stoß, Reibung. Drittens, vor Einwirkungen chemischer Substanzen. Viertens, Schutz vor Eindringen von Keimen, Ausbildung des Säureschutzmantels, weil das ist nämlich gar nicht nur so, dass wir einen pH-Wert haben, um Schutzfunktion zu haben, sondern darüber wird auch Säure aus dem Körper raustransportiert, wenn wir zu viel Säure im Körper haben. Fünftens, Schutz vor Wärme- und Wasserverlust, Abwehr vor Mikroorganismen, ist die 6. 7, Resorption bestimmter Wirkstoffe, weil ohne Wasser kommt nichts in die Zelle. Achtens, Ausscheiden von Schweiß, Kühlfunktion. Neuntens, Kreislauf und Thermoregulation durch Hautdurchblutung. Zehntens, Druck, Vibrations-, Tast-, Schmerz- und Therapiesicherung, Sinnesorgan. Ihr Blut. Durch Wasser verdünnt sich Ihr Blut. Die Gefahr von Blutgerinnseln und Thrombosen wird gemindert. Der Blutdruck kann gesenkt werden. Ach nee, vom Wasser trinken? Ich packe Flüssigkeit rein und der Blutdruck geht runter. Wie geht das denn? Ja, der spült und schmeißt Säure aus dem Körper und unterstützt den Stoffwechsel. Und dadurch kann der Blutdruck sinken. Um es mal ganz einfach zu sagen, spielt natürlich noch einiges eine Rolle mehr mit, aber um es einfach zu sagen. Wenn in unserem Körper der Wasseranteil des Blutes abgenommen hat, kann es zu Müdigkeit, Trägheit, Antriebsschwäche und Konzentrationsschwierigkeiten kommen. Ach, wie war das denn? Wie hieß ich gestern noch? Habe ich jetzt Alzheimer oder vielleicht einfach zu wenig getrunken? Um immer ausreichend viel Blut im Körper zirkulieren zu lassen, müssen wir über den Tag verteilt ausreichend Wasser trinken. Blut besteht im optimalen Zustand aus fast 94% Wasser. Alles andere schwimmt an Bestandteilen da drinnen herum. Die Lunge. Die roten Blutkörperchen können durch die ausreichende Wasserzufuhr mit Sauerstoff mehr Sauerstoff speichern. Während der Atmung verdampft Wasser. Die Lungenbläschen, sogenannte Alveolen, sind sehr empfindlich. Sie sind darauf angewiesen, durchgehend befeuchtet zu werden. Ist dies nicht der Fall, werden die Bronchien anfälliger für verschiedene Atmungserkrankungen. Pro Tag verlieren wir ca. 1,2 Liter Wasser über die Atmung und die Haut. Weil da geht Feuchtigkeit verloren, durch Schwitzen und durch Atmen. Die DNA hat jeden bestimmt schon mal irgendwo einer was von gehört. DNA, unsere Erbanlagen. Wasser kann Schäden an unserem Erbgut verhindern. Die Mechanismen zur Reparatur der DNA werden durch Wasser unterstützt. Das Herz. Unser Herz ist eine Turbine, keine Pumpe. Das Blut bewegt sich genauso wie das Wasser in der Natur. Meanderförmig durch unseren Organismus. Da durch ausreichende Wasserzufuhr der Blutdruck gesenkt werden kann, wird unser Herz entlastet. So kann jeder einen Herzinfarkt vorbeugen. Bei einem Verlust von ca. 10% Körperwasser droht Schlaganfall oder Herzinfarkt. Bei einem Verlust von über 20% Körperwasser ist der Organismus lebensbedrohlich belastet. Ihre Nieren und die Leber. Wasser unterstützt unsere wichtigsten Entgiftungsorgane in ihrer Arbeit. Es schwemmt die Gifte aus unserem Körper und löst Ablagerungen auf. Wenn diese beiden Organe bedingt durch Wassermangel nicht mehr richtig arbeiten können, kommt es zu einer Art Rückvergiftung im Körper. Ungefähr 180 Liter Flüssigkeit, 180 Liter Flüssigkeit werden von unseren Nieren pro Tag gefiltert und gereinigt. Davon werden dann 2 Liter als Urin wieder ausgeschieden. Wenn Ihr Urin fast wasserklar ist, dann haben Sie genügend getrunken. Ihr Gehirn, also bei dem einen oder anderen mag ich in letzter Zeit daran zweifeln, also mitbekommen tun wir das gratis, aber was manche daraus machen, da kriege ich das nackte Grausen, muss ich einfach sagen. Bei manch einem kann da kein Gehirn sein, sondern sowas wie Hohlraumversiegelung. Entschuldigung, aber fällt mir nichts anderes so ein.
Aber für die, die eins haben, die merken es manchmal. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gedächtnisverlust, Konzentrationsschwäche sind nur einige Symptome, wenn unser Gehirn zu wenig Wasser bekommt. Es besteht zu 95% aus Wasser und schwimmt in einem eigenen Wasserbett, der Gehirnflüssigkeit. Wird es nicht ausreichend versorgt, meldet es schnell Schmerzsignale, um den Mangel auszugleichen. Das Gehirn ist auch an der Hormonbildung beteiligt. Durch unser Gehirn fließen pro Tag 1400 Liter Blut. Das ist, denke ich mal, eine Hausnummer. 1400 Liter Blut pro Tag, damit wir klar denken können. Das Bindegewebe hat eine wichtige Stützfunktion für unseren Organismus. Es kann sehr viel Wasser speichern, da die Zellen sich wie ein Schwamm vollsaugen können. Hat unser Bindegewebe ständig genügend Wasser zur Verfügung, ist es schön prall und bildet nach außen hin auch kaum Falten. Unsere Augen. Unsere Augen bestehen zu fast 99% aus Wasser. Durch die Schadstoffbelastung in der Luft, mangelnde Sauerstoffzufuhr oder zu viel Arbeit am Computer kann das Auge zu einem trockenen Auge werden. Wasser beugt diesem Symptom wirksam vor. Die Tränenflüssigkeit besteht aus Wasser und Salz. Wir brauchen sie, damit unsere Augen ausreichend benetzt werden. Strahlende Augen sind ein Schönheitsideal und lassen Menschen oft sogar charismatisch erscheinen. Unsere Knochen. Unser scheinbar festes Gewebe der Knochen besteht immerhin noch aus fast 22% Wasser. Wenn Sie zu wenig Wasser trinken, fängt der Körper an, dieses Wasser von überall zu holen, wo er es kriegen kann. So auch aus den Knochen. Die Folge davon kann Osteoporose sein. Die Gefahr von Knochenbrüchen in zunehmendem Alter, bekanntermaßen oft bedingt durch Osteoporose, kann also durch Wassertrinken vermindert werden. Bin gleich durch. Kann vermindert werden. Unsere Muskeln. Gut trainierte Muskeln bestehen zu 75% aus Wasser. Um unseren Muskelapparat aufrechtzuerhalten, braucht der Körper Wasser. Auch hochwertiges Obst und Gemüse sind eine gute Möglichkeit, die Muskeln straff und vital zu erhalten. Straffe Muskeln helfen auch dabei, eine schöne Körpersilhouette zu bekommen. Die Haut hängt nicht schlaff herunter, sondern schmiegt sich an den Körper an. Ihr Stoffwechsel. Nahezu alle wichtigen Stoffwechselvorgänge werden vom Wasser bedient. Wasser ist unser wichtigstes Lösungs- und Transportmittel. Es gibt viele Anzeichen für Wassermangel in Ihrem Körper. Sie haben nur verlernt, die Signale richtig zu deuten. Allgemein denken wir, ein trockener Mund sei das erste Anzeichen für Durst. Das ist nicht ganz richtig. Die ersten Anzeichen für Durst können sein Sodbrennen, Konzentrationsschwäche, Hungergefühl, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Übellaunigkeit, Mundgeruch, Gelenkschmerzen, Schmerzen beim Gehen, Mutlosigkeit und vieles, vieles mehr. Und da gibt es Unternehmen auf dieser Welt, die uns von diesen Dingen abhalten wollen. Ich habe einmal hier gesagt, meine Überzeugung ist, wir werden mit Absicht krank gemacht und wir werden mit Absicht krank gehalten. Das ist in meinen Augen genau das. Wenn wir das nicht bekommen, nicht nur wir hier, die ein Privileg haben, sondern auch woanders in der Welt, auf dieser Welt. Das ist in meinen Augen Mord. Das bringt Verelendung, wenn ich hingehe und jemanden sein Wasser, den Zugang zu seinem Wasser wegnehme und ihn Wasser aus Flaschen trinken lasse, die er nicht bezahlen kann. Das ist in meinen Augen Mord. Danke, dass ihr zugehört habt.